Bahn ist frei. So, da bin ich, Bella. Ich hab ne Mieze, Katze und einen Bär gefunden. Die will ich mitnehmen. Oh, Alter. Das war sehr, sehr viel Munition. Mag ich. Steh ich drauf. Noch immer schnell die Knitte durchpusten. Jetzt pennen. Jetzt links, dann rechts. Alter, Leute. Ich bin noch nicht mal drinne. Hä? Den fräse ich erstmal fachmännisch das Gesicht um. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Minikamin, der sich gerade vorbereiten tut für die nächste Quest. Und zwar eine 5er-Quest und dazu auch mit Munition. Tabletten habe ich. Das, ja, doch. Ich habe das eigentlich. Habe ich alle? Das ist nicht. Ich gehe mal davon aus. Doch. Das sieht ganz danach aus, als ob ich alles jetzt habe. So, jetzt hole ich noch ein bisschen Munition hier raus von die, die wir gerade herstellen. Und bringen sie auch gleich hoch. Aber jetzt packen wir uns da gleich mal was ab. Entschuldigung. So, die Knifte nämlich mit, dass wir dann auch schön eventuell Sneaky Peaky machen können. Es wird schön. So, ich mache erstmal die komplette Munition hier drin. Ein bisschen Ordnung, wisst ihr? So, hä? So, und dann nehme ich mir das raus, was ich... Alter, jetzt habe ich das... Och, nö. Das wollte ich doch ja nicht. Das war doch schon fast so aufgeräumt, wie ich das... Will das doch hier unten haben. Was soll denn das da? So, das hat doch alles sein... Das muss doch so. Und... Die Kacke, die sollte eigentlich unten hin. Naja, okay, gut. Jot. Das ist ja, bringt ja nichts. Muss Reparierkits entpacken. So, ich nehme jetzt ein Stack Magnum mit. Ich nehme ein Stack, Knifte mit und zwei davon. Boah. Dann kann ich nämlich snipern, Gesicht wegfräsen, Nacharbeitung machen und wenn der Patient noch leben tut, tot. So, gut. Klappe zu. Dann holen wir uns noch ein bisschen... Repair Kits. Und dann geht es los. Oh mein Gott, ich habe jetzt ja schon Angst. Ich hoffe, das gibt hier keinen drunter und drüber. Habe ich überhaupt noch Repair Kits? Es könnte ausfallen, dass die ausfallen. Wegen ist nicht. Na gut, da kann ich jetzt 20 mal reinkicken und das bringt immer noch nicht. Gib ich da nichts? Wo sind die denn alle hin? Also ja, ich bin hier manchmal übertreibig das mit denen reparieren. Aber hallo, ist das ein Grund einfach so zu verschwinden? Also die kann man überhaupt nicht, warte mal. Das muss ich machen. Repair-Kits. Was brauche ich? Ich brauche ja hier Klebestreifen. Ja, siehst du? Ach, hab ich. Ja, nicht fahren. Bin noch nicht ganz wach. So, warte mal, dann mache ich das Buch nochmal so. Dann stelle ich die nochmal her. Gehe aber davon aus, dass wir die jetzt nicht so schnell fertig kriegen, oder? Könnte das sein, nach Adam Riesle? Naja, gut. Aber das kann doch nicht sein. Ich habe doch wirklich. Doch Blödsinn, ich habe doch jetzt. Noch nie so, dass ich hier alle Tier so zack, bums, weg. Also wenn ich so überlege, dann doch vielleicht doch. Egal. Na, dann muss ich eben halt ein bisschen nasern damit. Ich habe ja noch Knaften mit bei. Knaften. Jetzt sollte schon funktionieren. Ich glaube, die Bahn ist frei. So. Wollte ja eigentlich hoch noch. Wir gehen erstmal im Schnee. Wir holen uns diesmal die Knest. Wir holen uns die Knest im Schneebio. Weil dann kann. Ups, dann kann ich mich gleich mal danach gucken, ob der Munition hat.
So, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Sag mal so. Oh, zum Glück habe ich ein bisschen Benzin mit bei. Kannst du gleich mal einen Schluck nehmen? Ich stehe auf dich. So. Und dann nehmen wir den, bevor wir in den Kuchen gehen, müssen wir erstmal kicken, ob hier Team Check schon wieder aufgeräumt hat. Schubidu. Und Schubida. Alles klar. So, was haben wir denn hier? Es ist eine Kiste. Mit Munition. Ja, das fängt doch schon mal gut an. Jetzt noch Reparierkits und ich bin zufrieden. Naja, gut. Kann nicht immer funktionieren. Was war das denn? Hat sie ihn so seitlich weggeneigt? Ich hab das nie gesteuert. Er rebelliert. Noch mehr Munition. Ich bin stolz. Warte mal, ich hab ja schon eine blaue. Ich hab doch schon eine blaue. Ich geh mal in deinen Brunnen rein. Der bloß fake ist. Ist ja alles fake hier. So. Wir haben eine Kiste. Oh, Alter, noch mehr Munition. Alter, lebt heute in Kniffen fest. Antibiotika. Naja, gut. Ja. So, na und doch entfernt. Nischt. Naja, gut. Auch jene Strähne muss man ein Ende haben, wa? Da lang. So, dann nehmen wir nochmal schnell den Stand des Tresors prüfen. Hey, das mache ich immer so. Ich kicke erstmal hier hin. Nimm mir das Buch. Und scherbe dann dir das Zeug wieder, was ich mir bei dir ausgeliehen habe, wieder zurück. Ah. So. Ah, ja, ist das schön. Alte Angewohnheiten sind mir die liebsten. Steckt er eine Piepe, also schmeißt er eine Piepe im Müll. Die sah doch noch gut aus. das habe ich mir gedacht. Ist ja wieder fast voll. Na gut, ich verkaufe jetzt auch ziemlich viel wieder. Aber das ist schon, also... Wie gesagt, das zieht sich wie ein Hahn. So, also, ich habe hier erstmal richtig Money Money. Dann habe ich Silber, 3 Gold. Das will ich gar nicht erst mitnehmen, weil da habe ich 1-2 Stück zu Hause. Das will ich eigentlich mitnehmen, aber das kannst du haben, das kannst du haben. Ich glaube, das habe ich zu Hause gar nicht. Das ist dann eine Mod, die ich mir nicht mehr herstellen brauche, wenn ich sie irgendwann mal brauchen sollte. So. Also irgendwie habe ich das Gefühl, der wird nicht leerer. Das ist mir eine Leere. Na gut, ich schleppe auch ziemlich viel Villa von zu Hause mit, ne? Das, oh, er hat Munition! Ah! Das ist ja ein Traum. Ich nehme das alles mit. Also alles, was geht. Oh. Mehr geht nicht. Aber wie sagt alle Schwarzenegger immer? Well, it's about time you bought something. Nee, das sagt er nicht. I'll be back. Komm mal wieder. Auch kannst du aber ihn lassen. Nicht so schnell. Tü. Oh, Alter, Hexenschuss. So. Na gut, dann verfracht ich erstmal. Dit so hierin.
Alter, das gibt heute so einen Fratzniballer. Ja, ist nur die Frage, für wem. Ich glaube, ich weiß schon, für wem. Aber hey, er war stets bemüht und kriegte ständig ihn auf den Sack. Naja, dann ist das eben halt so, wa? Dann machst du erstmal nichts. Ich gehe mal davon aus, dass ich das Messer jetzt auch nicht... Ich hab's nicht vergessen, ich hab's verdrängt. So. Arsch und die Sicht platt. So. Na, dann wollen wir mal, wa? 3 Kilometer? Wir sehen uns gleich wieder, weil das sind die 2 Meter. Also, bis gleich. Naja, 2 Minuten hochgesetzt und dann ist es gut. So, da bin ich wieder. Ich hab eine Mieze, Katze und einen Bär gefunden. Die will ich mitnehmen. Aber nicht mit, Oh, Alter. Na, das fängt ja gut an. Ich muss meine Knifte, mein Messer wieder rausholen. Ja, das Fleisch, das kann ich mir jetzt nicht hier stehen lassen. Hä? Achso, falsche Munition. Ich wusste, da ist was im Busch. Hä? Er zieht Haken! Oh, Alter, wird zu grob. Er ist sehr, sehr nah. Und das war sehr, sehr viel Munition. Mag ich. Steh ich drauf. Bringt aber trotzdem nichts. Du kommst mit mir mit. Alter, so ein kleiner Kacker. Das war bestimmt der Zombie. Der hat mich abgelenkt und deswegen konnte ich mich nicht konzentrieren. Und hat dann ihn geschossen. Das wird es sein. So. Na gut, dann haben wir doch schon wieder was Schönes zu Hause zum Mako-Fatzen. Ah. Das ist ein Wolf. Alter, was ist denn das da hier? Vielleicht der Weg des Fleisches oder was? Oh, Alter. Ist nicht dein Ernst. Ich soll bis dahin laufen? Okay, mach ich. Nicht. Bin noch nie bescheuert. Ich hab eine Karre. Die Folge verzögert sich um weitere 25 Minuten. Komm mal rüber, du Nabbel. Ich schieß dir in die Sicht. Oh. So ungefähr. Na gut. Dann ist es eben halt so, ne? Ich muss nehmen, was ich kriege. Und das mache ich gerade. So, warte mal, dann mache ich das schnell nochmal hier rein. Oh. Schöne Ding. Also, bis gleich. Und es ist vielleicht ein falsches Apartment. Ich will in das große rennen und nicht in das Mini-Ding. Aber wahrscheinlich ist das ganz gut. Ja, ist doch gut, Mädel. Munitionstechnischerweise ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ja, ja, bleib ruhig, Junge. Bleib ruhig. Will ein bisschen. I'll be back. Oh, da ist ein Loch. Mitten in der Straße. Wer macht denn so weit? Jo! Hier ist ja ein schön viel was los. Na gut. Also, noch immer schnell die Knifte durchpusten. Kniften. Ja, das Geile ist, wie gesagt, ich kann sie nicht. Naja, ihr wisst schon. Kleinen Moment. Reparierenderweise. Ist gerade nicht drin. Hä, wieso denn? Ich bin gerade mal hier reingekommen. Hier ist draußen, ne? Ich kann ja nicht. Ach, ich weiß es nicht. Jetzt links, dann rechts. Alter, Leute. Ich bin noch nicht mal drin. Könnt ihr mal schildenderweise? Am Dampfen wegen euch.
Boah. Der war ja auch ein Tod. Er hat sich kurz gut gestellt. Oh nee, warum denn jetzt? Are you kidding me? Ja, aber sicher. Na gut, ich bin ja darauf vorbereitet. Für eventuelle Blödsinn, nicht halten. Das sollte eigentlich funktionieren. Ja, ich habe jetzt keine normalen Bandagen mit bei, wa? Oh ja. Das übliche. So, na gut, dann wissen wir, dass da hinten auch eine Mine ist. Alles schon gehabt. Alter, und ich komme hier mit Knifte und all so weit, Alter, und die machen jetzt das Spiel mir kaputt. Was hier eine. So, bitte, bitte reparier, Kids. Bitte, 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 bitte. Bitte. Übertreibet nicht. Ist knapp. Aber wo? Oh, was ist denn das Schöne? Ja, das muss ich reparieren, Porri. Porri. Eine Mischung zwischen Porri und, Entschuldigung. Porri. Entschuldigung. Ich fand das lustig. So, die austauschen mit die. Du musst das da raus. Und darin. Oh. Nee, das muss dann auch wieder runter. Und der Dude ist, ich habe. Diesmal habe ich geschafft, die Uhr zu pausieren, aber vergessen sie wieder zu aktivieren. Ah. Ist ja auch noch voll. Wie sieht's hier auf der anderen Seite aus? Ja. Ich hört schon poltern. Ich habe schon wieder den Bug. Oder das ist bloß fake. Das kann auch sein. Ist nur fähig. Es ist nicht real. Da muss ich ja wohl rein. Ist ja wohl klar. So, warte mal, Funze aus. Na gut. Wenn was wäre, hätte er schon mitgekriegt. Die kriegen ja alle mit. Na? Also. Ich hab das ignoriert. Ich will ja nicht auf ihn. Dabei war es schon auf. Eine Sekunde nicht aufgepasst, schon aus dem Spiel raus. Kann hier was werden. Erstmal den Griff ins Klo. Und wir sehen, es lohnt sich. So, krieg jetzt. Nein. Ah, sechs. Insgesamt. Aber zweimal Knarren in Klo runterspielen? Ja, die dritte. Würde ich stelle mal wieder um. Und lade nach. Das hört sich nach ziemlich viel an, aber hey. Hallo, ich bin hier. Ach, das ist draußen. Dubi. Es ist nicht von uns, für uns. Aber sicherheitshalber stelle ich mal die Knifte um. Und lad mal nach. Das ist wirklich draußen. Warum? Die waren doch leise. Ist schon krass, aber was hat. Jo, okay, frag nicht nach Sinn. Und ich sag mal, wir sind richtig, richtig weit gekommen. Ey, so richtig, richtig weit. Naja, okay, wir haben jetzt die zweite Etage. So, Zombie, naja, wenn man von Teufel spricht, ist er nicht weit, wa? So, warte mal, da, Ina.
Warum? Ich hab Schalldämpfer an. Ihr alten Cheater, ihr. Schalldämpfer, Pumpdämpfer, mein Dick. Hey. Mir weg. In den Kopf. Hä? Den fräse ich erstmal. Fachmännisch mit Gesicht rum. Ich glaube, ich habe zu wenig Munition mit bei. Na, was kommt denn nun noch? Hä? Was wollt ihr denn? Ich sehe schon wieder. Die Munition neigt sich bald dem Ende hinzu. Schneller als mir lieb ist. Naja, nimm zwei Stacks mit. Wird schon reichen. Oh, Alter, willst du mich verarschen? Wunderbar. Na gut, es muss was kommen. Es ist eine 5er-Quest. Und die Belohnung wird orbitant sein. Wenn nicht, dann raste ich aus. Es wird sich schon lohnen. Ich sehe nämlich jetzt schon. Alter, das Inventar. Zwei Schritte gemacht und schon alle zu. Es läuft. Bin wieder im Spiel. Es wird so schön. Tut man nicht mal, dass ich da hochkomme und noch eine funktionierende Waffe habe. Ja, das glaube ich. Nur, dass ich nur mit Schrutze mache, das wird schwierig. Bei der Menge, die jetzt gerade an ihr Bild kam. Hey, ein Kaffee. Und noch ein Kaffee und... Oh, das ist gut. Dann kann ich mir gleich mal einen Kaffeeschock holen. Und sterbe nicht an den Zombies. So, auch mal was. Hat was von friedlichen Einschlafen und so. So. Und so. Und rin im Kopf. Und das hoch. Und das weg. Und dann zack. Und dann bums. Und dann palera. Und. Naja, ich bin wieder nervös. Aber los ein bisschen. Wir haben ja schon die Hälfte geschafft. Ja, ja. Ja, ja. Was? Da sind zwei. Die kommen aber da oben nie weiter. Weil sie total blöd sind. Aber kriegt ihr einen? Oh. Ja, erstmal schön daneben. Ach, das ist bloß da oben. Gut. Da können wir uns Zeit lassen. Boah, Alter. Meisterschütze. Also irgendwie da ist kaputt gegangen. Sag mal, der nietet da auch kaputt, oder? Nö. Boah, da springt noch nicht so viel rum. Bewegbare Ziele. Nicht gut. Aber ich kann die schon mal wegmachen. Oh. Na? Wilhelm Tell heute zu Hause lassen. Hä? Ich hab den aber getroffen. Also eigentlich sollte ich das. Und ja, ich weiß, ich sollte im Kopf treffen, aber ist zu weit. Das Aussehen ist nicht. Hä? Ich geh mal hoch, sonst wird's lächerlich. Da ist er weg, die Rübe. Hä? Aber... Ach, in Dings hier drin, oder was? Ja, Siggi. Die habe ich ganz übersehen.
passiert mir nicht nochmal. Also, dass ich die jetzt übersehe. Andere Zombies kann ich nicht versprechen. Ja. Total ignoriert. Ganz kleine Bisse. Komm, weißt du was? Scheiß drauf. Ja. Repair. Oh, Alter, hier würdest du schön viel Leder bekommen. Eigentlich, wie gesagt, hatte ich ja vorher gehabt, hier so ein bisschen Munition zu investieren, um ein bisschen was rauszubekommen. Aber ich glaube... Ich glaube, nee. Warum sind die Taschen hier eingerahmt? Ist da wer? Gut, hier ist keiner. Hier komme ich hoch. Dann kommen die doch safe hier irgendwann mal von hier unten durch, oder? Sag mal, kann ich hier mal kurz bitte beenden? Könnt ihr mal kurz helfen, Zombies? Dankeschön. Ja, ja, ist einfach schon hin. Dann machen wir ihn halt eben 2 Folgen länger. Aber wenn die nämlich oben auftauchen, dann haben wir nämlich ein kleines Problem. Deswegen müssen die weg. Ich hoffe, die stoppen mit. Mit dem Richtige weg. So, meine Freunde. Erstmal den Boomstick rausholen. Und dir die Hoden wegschießen. Du auch? Ja, komm. Bitte. Das auch. Wie gesagt, wenn die nach oben gekommen wären, auf engen Raum, wisst ihr, wie das endet, ne? Mit den Toten! Ja, hundertprozentig. Also, sowas immer erst zuerst wegkniften. Sicher, sicher. So, jetzt frage ich mich echt mal, für was die Knifte ist. Es ist nicht, um ruhig zu sein. Ich kann die nicht schließen. Hui! Na, IS? Habt ihr ja ganz schön eng da drin, wa? Ich gehe mal von hier aus. Ach, Elan ist. Ein bisschen Panik, aber nur ein bisschen. Wie gesagt, ein bisschen Munition sparen. Alter, da sind viele Gelbaugen mit bei. Vielleicht mal aussieht. Was denn nun los? Also, irgendwas stimmt da nicht. Ich hab die Munition nicht mit bei. Kann es sein, dass ich die im Auto hab? Och, Alter, ich krieg... Das kann doch nicht wahr sein. Ist das dein Ernst, Kabi? Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich auch wieder. Dummerweise... Ich habe ja keinen Schutz mehr. Ich habe die zu Hause aussortiert. Na gut, aber dafür habe ich jetzt unser Inventar nochmal aufgeräumt. Also ausgeräumt und habe die restliche Munition mitgenommen. Nach den 1-2 Meter, die wir jetzt getan haben, die mir das für sinnvoll... Hey. Rezepte. Und irgendwo sind hier Zombies. Deswegen hat das jetzt ein bisschen länger gedauert. Dann sind die hier drüben oder was? Ach, und ich bin jetzt gerade. Ich bin draußen jetzt gerade die ganze Zeit rumgerannt und habe die Zombies gesucht. Deswegen hat das so lange gedauert. Hab ich gedacht, hier ein paar Zombies übersehen. Den ist nicht so. Achso. Da ist ja nichts. Ach, ihr seid mir die Liebsten, Alter. Ihr seid die Rettung. Uah! Fleisch dich doch nicht so an, du. Fleischer, du. Oh, Alter.
Mann! Naja, da denkst du, oh, willst du denn ewig leben? Ha. Ist bei dir zu spät, Junge. Der Zug ist abgefahren mit Tempo 300. So, warte mal, das sollte ich eigentlich ja nicht mitnehmen. Weil doof. Alter, ich sehe schon, komm, wenn ich oben bin, habe ich bloß noch Flaschen im Inventar. Hoi! Hoi! Hola! Oh, das sind ganz schön. Das sind ein, zwei Stück. Aber dafür bin ich vorbereitet. Mehr oder weniger. Nimm doch mal deine Fratze aus meinem Gesicht. Oh, hat doch funktioniert. Ich gebe zu, eine Meisterleistung, aber ich lebe noch die nicht. Zum zweiten Mal. Habt ihr das Gefühl? Ich könnte mal ganz dringend Munition und Repair-Kits hier brauchen. Weil oft kann ich das auch nicht machen. Es neigt sich nämlich gerade dem Ende zu. Ja, ja. Das kann doch nicht sein. Hier muss da irgendwo im ganzen Gebäude irgendwo ein Reparier-Kit sein. Ich werde doch bloß ein Repair-Kit. Oder zwei oder drei oder vier. Gut, hier ist schon mal nichts. Und spiel bitte jetzt nicht anfangen, rucke, zucke, bums. Ist uncool. Aber lass sie bei 7 Days nicht vermeiden. Naja, ich sag mal so. Bis wir da oben sind, könnten es schon vielleicht ein, zwei bleiben werden. Mal kicken. Ob wir bis oben hin zusammenkriegen. Ich glaube, ich bewerte gleich bereuen, wenn ich diese Frage stelle, ohne dass hier noch keine Virale sind. Okay, ist ja keine Frage, ist ja eine Feststellung. Haha! Was sagst du? Oh nee, das hat nicht so funktioniert. Nein, nein, hat das nicht. Nein, nein. So, kann ich hier rinkniften? Ja, das kann ich. Tue ich das, aber so was von. Na, dann sollte ich die Munition nutzen. Um das ein wenig auszugleichen. Alter, ich brauche wirklich Repair-Kits. Hast du ein Repair-Kit für mich? Ich brauche doch bloß eins. Oder zwei. Zu Zähne würde ich auch nicht nein sagen. Hm. Penner. Ersetzt. Aber so das Gefühl. Und mein Gefühl täuscht wieder. Und da ist verschlossen. Hier irgendwas. Das ist der Raum. Es ist der Raum. Der unendliche Raum. Gut, ich muss auch da lang, ne? Parkour. Ich und Parkour. Ihr seid schon verrücktes Volk hier. Bei 7 Days. Ich kann das noch nicht mal abschließen. So. Naja, ist ja das ideale Action, um hier auszulocken, um sich die Hose ein bisschen zu wechseln. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht.
Und ich hoffe, wir sehen uns morgen, Villa. Selbe Stelle, selbe Welle. Wenn wir denn sehen, ob wir hier durchkommen. Naja, wenn nicht, dann nicht. Aber besser wär's. Also, bis dann. Ich bin dann erstmal raus. Tschüss.